Also, Biologieunterricht. Ja. Unterlagen, Kursmaterial. Auf jeden Fall nochmal hoch. Da waren, glaube ich, auch nochmal. Das sind die Elemente. Wir gehen. Ah, zu der Tür müssen wir noch. Ja, das stimmt. Okay. Wir hatten aber, ich glaube, es war oben. Hier Fotografie und Wander-AG. Ich glaube, da waren vorhin Dokumente, die ich in der Hektik nicht gelesen habe. Gucken wir nochmal schnell an. Da war er wieder, unser Freund. Das war der Wanderclub. Gucken wir mal, ob es hier was gab. Nö. Licht an. Ich habe immer Angst, wenn ich das Licht anmache, dass dann der Typ kommt. Franzkasten. Kann man auf jeden Fall mal gebrauchen. Licht an. Sagt doch was. Wahrheitssuche 4. Höhere Selbstmordrate im Herbst. Der Statistik zufolge begehen Menschen mit spezialisierten Berufen öfter Selbstmord als der Durchschnitt. Zudem begehen mehr Frauen als Männer Selbstmord und in der Altersverteilung sind vor allem Jugendliche und junge Erwachsene sowie Senioren betroffen. Die Statistiken zeigt ebenfalls, dass Selbstmordraten im Frühling und Herbst ihren Höhepunkt erreichen. Diese Tatsachen legen nahe, dass es sich bei der Selbsttötung oft um eine emotionale statt einer rationalen Tat handelt. In vielen Kulturen wird Selbstmord als ein Verbrechen oder als Realitätsflucht betrachtet. Die Selbsttötung ist eine der Optionen, die Gott den Menschen gegeben hat, doch sie ist mit der größten Strafe versehen. Forscher sehen die Gründe für Selbstmord in Identitäts- und Angststörungen sowie Phasen der Hoffnungslosigkeit. Besonders bei Jugendlichen sind mentale Stressfaktoren oft ausschlaggebend. In diesen Fällen ist es sehr wichtig, dass Menschen im Umfeld des Suizidgefährdenden fortwährend Unterstützung und Interesse zeigen. Suizidale Menschen sehen sich selbst an einem Scheideweg, wenn sie ihr Leben als sinnlos erachten, wählen sie den Selbstmord. Lasst uns nie vergessen, dass es keines besonderen Grundes bedarf, unser Leben fortzuführen. Das Leben gewinnt an sich schon Bedeutung als eine Möglichkeit zu Wachstum und sich selbst zu bessern. Unterstützung aus dem persönlichen Umfeld kann das Selbstmordrisiko deutlich senken. Jeder Atemzug eines Lebens kann bedeutsam sein. Na? Gut, gut. Das haben wir. Wir haben die Klassenzimmer durch. Gehen wir jetzt hier hin? Warte mal, sorry. Nee, das war die Tür, die nicht weitergeht. Das hier, das war hier der Sportraum irgendwo. Gut, da kamen wir nicht weiter. Das heißt, wir müssen jetzt zu dieser Portal, diesem, wo wir das Holzding reinmachen müssen. Da müssen wir hin. Ich weiß nur nicht mehr den Weg. Also, ob es unten oder oben war.
war unten. Zumindest sind wir schon mal auf der richtigen Seite. Da mal das Holzding reinstecken. Ich habe sie aufgeschlossen. Zum, ach so. Ich dachte gerade, warum können wir da nicht langlaufen? Ich glaube, wir haben in Hauptgebäude 1 haben wir noch nicht alle Rätsel gelöst. Habe ich so vom Gefühl her. Wir haben halt Gegenstände. Können wir eigentlich wieder zurück? Wir haben Gegenstände, wo, ja, keine Ahnung, ne? Hier. Wir haben noch so viele. Aber vielleicht brauchen wir den ja noch irgendwann. Der Lichtschalter? Ja. Ja, ist ja klar, dass es jetzt auch noch gewittert. Untersuchungsbericht. Die psychische Verfassung der Schüler, Ängste von Studenten und ihre unzureichende Bewältigungsstrategie. Schulverwaltungsleitung und koreanische Leitung. Viele unserer Schüler leiden unter ausgeprägten Zukunftsängsten. Auch wenn es sich hierbei um einen natürlichen Bestandteil der Pubertät handelt, bedienen sich einige Schüler eigenartiger Strategien, um ihre Ängste zu bewältigen. Scheiße, ich habe nicht gespeichert. Und diese Bewältigungsmethode verbreiten sich blitzschnell auf dem Schulgelände. In gewisser Weise demonstriert dies, dass den Schülern heutzutage ein Gefühl von Verantwortung und Identität fehlt. Das Hauptproblem ist jedoch, dass einige dieser Bewältigungsmethoden fanatische Züge annehmen. Schüler, die noch nicht in ihrer Identität gefestigt sind, sind besonders anfällig dafür, diesen fanatischen Sekten beizutreten. Eine der Hauptbewältigungsstrategien der Schüler ist die Kommunikation mit den Toten. Mithilfe eines Ouija-Bretts suchen die Schüler den Kontakt zu den Geistern, um ihre Unsicherheiten durch Fragen an die Geister oder sogar Bitten, die Zukunft vorauszusagen, zu befriedigen. Auf den ersten Blick mag dies lediglich wie ein kindlicher Akt der Selbstverwirklichung sein. Doch dies ist nicht der Fall. Bei wiederholter Teilnahme an dieser Aktivität verlieren die Schüler allmählich den Kontakt mit der Realität. In Extremfällen kann es sogar zu psychischen Zusammenbrüchen kommen. Zur Sicherheit der Schule sollte diese Angelegenheit schnell behoben werden. Bis zu einer dauerhaften Lösung ist erhöhte Überwachung angeraten. Na? Hör auf. Das sind gar keine Überwachungskameras, fällt mir erst jetzt auf. Ah, wir können zurück. Alles klar. Ich wollte nur wissen, ob es möglich ist. Hier brauchen wir einen Code. Was bist du denn? Du hast doch die Nabelschnur dran. Oh, der kleine Knuff. Wie süß. Hier das Mathebuch endlich mal loswerden, bitte. Nee, ne? Hey, bitte? Hallo? Weiß jetzt nicht, ob das Lachen war oder Schreien. Ich konnte es gerade nicht so richtig deuten.
Nichts. Schade. Oh, hier dürfen wir nicht lang. Okay. Dokument. Kursmaterialien 2. Die Theorie der fünf Elemente. Die Theorie der fünf Elemente besteht aus einem Kreislauf von Harmonien und Aversion. Harmonie bedeutet, dass eine Energie dem Fluss einer anderen zuträglich ist. Dies ist die Vorwärtsbewegung des Kreises. Aversion hingegen bedeutet, dass eine Energie sich gegen eine andere wendet, um ihren Fluss zu blockieren. Sie ist die Rückwärtsbewegung des Kreises. Der Fluss der Aversion ist wie folgt. Schreiben wir uns natürlich auf. Wartet. Könnte man ja noch mal brauchen. Fluss der Metall spaltet Holz. Das Holz entnimmt der Erde Nährstoffe. Erde blockiert den Fluss. Wasser löscht Feuer, ist klar. Feuer schmilzt mit. Ich glaube, das brauchen wir irgendwann noch mal. Und der Kreis beginnt erneut. Der Fluss der Harmonie ist wie folgt: Feuer und Erde. Feuer kehrt zur Erde zurück. Okay. Fluss. Hallöchen, Falkenwolf. Wie war der Kuchen? Wasser nährt Holz. Ugh. Holz. Holz lässt Feuer brennen. Ah, wir tappen uns so mühselig vor. Es ist wirklich gerade mühselig. Holz lässt Feuer brennen. Kreislauf der Harmonie liegt das Prinzip verborgen, dass alle Fehler und jedes Unrecht behoben werden. Dies kann als die wahre Tiefe der östlichen Philosophie betrachtet werden. Okay. Wir sind jetzt in einem neuen Gebäudeteil. Wir haben, ich weiß nicht, wir haben einige Gegenstände im ersten Gebäudeteil bekommen. Weiß aber nicht, ob wir die brauchen. Es fühlt sich so an, als ob noch was fehlen würde. Aber irgendwie. Wir können die Schlüssel auch nicht zusammenstecken. Das ist ganz komisch. Fakultätshinweis. Achtung an alle Lehrer, die in der Nachtschicht arbeiten. Ich muss mal kurz was trinken. Und was geht's in der Story? Wir sind in der Schule eingesperrt. Wir wollten eigentlich das Tagebuch für unseren Schwarm an unseren Schwarm zurückgeben. Und die Schule wird halt des Nachts von Geistern heimgesucht, weil hier viele Selbstmorde stattfanden. Und also ich glaube, dass diese Damen, denen wir begegnet sind, drei Schülerinnen bis jetzt. Die eine davon, in die eine sind wir halt verliebt. Und ich glaube, das sind aber alles Geister schon. Kann ich mir gut vorstellen.
Wir müssen zum Büro des Direktors. Okay. Dass die Entwickler sind da oben. Bestimmt, die sehen schon so aus. Liegt noch was, dass wir das Licht angemacht haben. Stecknadel. Warum ist die Musik jetzt so anders? Wahrheitssuche 2. Lernen wir doch etwas über Morsecode. Der Morsecode ist wie von Samuel Finlay Reese Morse entwickelt. Entwickeltes Kommunikationssystem, Entschuldigung, bei dem Wörter und Sätze aus kurzen und langen Signalen gebildet werden. Die Einfachheit der verwendeten Signale macht den Morsecode zu einem grundlegenden Mittel für die Notfallkommunikation. Da Morsecode aus kurzen und langen Signalen besteht, wird kein gesondertes Gerät zur Kommunikation benötigt, solange die Signale übermittelt werden können. So können Signale beispielsweise durch Blinzeln oder Fingertippen kommuniziert werden. Aufgrund dieser Eigenschaft ist Morsecode auch ein oft verwendetes Mittel in Filmen und Büchern, in denen die Hauptfigur Nachrichten versenden muss, ohne vom Feind entdeckt zu werden. Der originale Morsecode erfordert eine Pause von 3 kurzen Signalen zwischen den Übertragungen, aber es ist auch möglich, durchgängige Signale zu senden. In diesen Fällen muss der Code für die Analyse in Sektionen unterteilt werden, denen des Senders entsprechen. Zahlen bestehen zum Beispiel aus einem Satz von 5 Zeichen. Eine vollständige Zahl besteht folgerichtig aus 4 Sätzen von jeweils 5 Zeichen. Man müsste also die insgesamt 20 Zeichen in Abschnitten von je 5 Zeichen unterteilen. Und Büroschlüssel. Okay. Cool, wir haben Schlüssel gefunden. Das ist schon mal was. Wir kommen langsam weiter. Das ist eine Schulnote. Büro des Direktors, Büro der Krank... Warte mal, sind wir klar? Büro der Krankenschwester ist direkt nebenan. Und dann gehen wir nochmal im Büro des Direktors vorbei. Das ist das Büro der Krankenschwester. Ach Gott, erschreck mich doch nicht. Was ist los mit dir? Eine lustige Brille. Koffein und Jugendliche. Kaffee ist das beliebteste koffeinhaltige Getränk. Gemäßigter Konsum von Kaffee kann das zentrale Nervensystem stimulieren, die Arbeitsleistung erhöhen und Müdigkeit in Schach halten. Durchschnittlich wird eine maximale Dosis von 400 Milligramm empfohlen, um die positiven Effekte nutzen zu können. Eine Tasse Kaffee enthält ungefähr 100 Milligramm Koffein. Die Kaffeetrinker, ne? Das ist vielleicht jetzt ganz gut. Der regelmäßige Konsum von koffeinhaltigen Produkten wie Kaffee kann zu einer Koffeinabhängigkeit und Entzugserscheinungen führen.
Häufig auftretende Entzugserscheinungen sind Müdigkeit, Übelkeit, Erbrechen, niedriger Blutdruck und Kopfschmerzen. Allerdings sind die negativen Eigenschaften von Koffein an sich zu vernachlässigen. Nur bei übermäßigem Konsum wirkt Koffein gesundheitsschädlich und kann negative Symptome und im Extremfall den Tod verursachen. Für Erwachsene liegt die tödliche Dosis von Koffein bei 50 Milligramm pro Kilo, was etwa 50 bis 200 Tassen Kaffee entspricht. Bei Kindern und Jugendlichen ist die Dosis erheblich niedriger. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Koffein steht ebenfalls im Verdacht, Geburtsfehler zu verursachen. Wie Alkohol und Nikotin handelt es sich bei Koffein um eine Substanz mit suchterregenden Eigenschaften. Im Gegensatz zu anderen solchen Substanzen unterliegt Koffein jedoch keinen Alterseinschränkungen. Deshalb ist es besonders wichtig, die Eigenschaft von Koffein besser zu verstehen und einen gemäßigten Konsum zu fördern. So, haben wir was gelernt. Da ist noch ein Origami. Papierkranich ist der zweite, den wir erhalten haben. Büro des Direktors heißt, wir müssen nochmal zurück. Aber kamen wir doch, wir haben den Schlüssel erhalten, ne? Ich wollte gerade fragen, kamen wir da überhaupt rein? Aber da war noch ein Zahlencode davor. Das hier ist es, ne? Fundbüro. Wo war das? Hauptgebäude 2. Müssen wir gleich mal gucken. Generalschlüssel, Hauptgebäude. Bin ich für den Direktor was gefunden? Hatte ich gedacht. Ja, ich dachte, wir haben den Schlüssel vom Direktor gefunden. Anscheinend nicht. Nee, der hat nur gesagt, da muss was sein, ne? Scheiße. Ja. Zeig mal, was gab's denn eigentlich von Kuchen bei deiner Tante? Hörst du bitte mal auf? Hör auf damit! Man hier speichern. Wir lesen das noch und dann speichern wir mal. Dokument. Mitteilung der Okkultisten AG. Zwetschgenkuchen, Käsekuchen, Erdbeerkuchen und Gugelhupf. So viele? Wo ist mein Stück? Eventmitteilung der Okkultismus AG. Zum Auftakt des neuen Halbjahres haben wir ein Event für alle organisiert. Wir verleihen einen kleinen Preis an jeden, der dieses Quiz lösen und uns den versteckten Schatz bringen kann. Der Schatz schlummert unter einem Ort, der vom Staub entfernten Wissens bedeckt ist und kann nur von der Hand, die täglich grüßt, erweckt werden. Per Brieftaube unterwegs, danke. Der versteckte Schatz ist ein Hinweis zu einer der neuesten Geistergeschichten dieser Schule, die sich zurzeit großer Beliebtheit erfreut. Wer ihn zuerst entdeckt, kann ihn behalten. Niemand hat es je geschafft, den vollen Satz zu sammeln, was diesen Schätzen unter den Schülern einen hohen Tauschwert verleiht. Es ist eine tolle Gelegenheit, um sowohl einen Hinweis auf die neueste Geistergeschichte als auch einen coolen Preis zu erhalten. Wir hoffen auf rege Beteiligung. Solltet ihr während dieses Events zufällig alle Hinweise zu den Geistergeschichten erhalten, dann meldet euch beim Präsidenten der Okkultismus AG. Speichern mal kurz.
Geister im Musikraum. Im Musikraum sind viele Arten von Geistern erschienen. Der bekannteste von ihnen ist der Klaviergeist. Dieser Geist scheint immer zu erscheinen, wenn es dunkel und verregnet ist, haben wir ein Glück, um allein das Klavier zu spielen. Ein anderer Bericht besagt, dass die Stereoanlage im Musikmaterialraum sich selbst einschaltet. Früher stand sie im Musikraum, doch seit Beginn der seltsamen Vorfälle wurde sie in den Materialraum verfrachtet. Viele glauben, die Ursache dieser Vorfälle ging auf den Selbstmord der Musiklehrers im letzten Jahr zurück. Alter, die Schule, die hat so viele Leichen im Keller. Unglaublich. Haben wir nicht alle unsere Leichen im Keller? Ach so. Welcher hast du denn im Keller? Ein Filzstift. Habe ich das jetzt wirklich getippt? Vielleicht unter welchen YouTubes? Fundbüro, da müssen wir hin. Und in den vierten Flur, Kunstraum. Biologielabor, okay, alles klar. Musikraum, da sind auch Geister. Wir tasten uns langsam vor. Im Hauptgebäude 1, da kamen wir jetzt noch nicht weiter. Mal gucken. Ich bin gespannt, ob wir, wie gesagt, auch nochmal zurück müssen. Hör auf. Mal kurz, ich wollte es. Kann ich das überhaupt noch? Das ist die gleiche Barriere, die ich bereits in Hauptgebäude 1 gesehen habe.